So, und da sind wir auch wieder. Bei diesem wunderschönen Rätsel. Herrlich. Kann das? Nein, kann es nicht. Dann wechseln wir das einfach so durch. So. Nee, du kannst nicht das dahin wechseln. Dann wechselst halt so. Du gehst dahin. Natürlich habe ich mich jetzt ein wenig zugebaut. So. Jetzt habe ich das oben eingebaut. Na egal. Das kriegen wir schon hin. Du kannst dahin hopsen. Du gehst dahin, du dahin. Dann geht ihr schon mal hier oben in die Ecken rein. Du gehst dahin, du hopst dahin. So. Gehst du erstmal dahin, du dahin. So, dann hopst ihr erstmal hier weg. Muss erstmal. Hoppala, nee, das wollte ich nicht. So. Nein, das wollte ich eigentlich auch nicht, aber egal. Also, du setzt erstmal hier hin, dann kann man nämlich hier runter schön wechseln. So. Du gehst dahin, du gehst dahin. So, dann würde ich sagen, hol ich erstmal das nächste gelbe Herz hier rüber. So, du kannst es gleich nach da oben. Du gehst dahin, dann wechselt ihr hier mal wieder durch. So, so. Gehst du dahin, dann darüber. So. So. So, so. Und dann kann das dann nämlich wieder durchwechseln. Dann sorgen wir noch dafür, dass die Herzen da oben auch noch runterkommen können. So, so. So. So, das hops dann erstmal nach hier drüben nicht. Und dann machen wir es nämlich erstmal so. Dann sorgen wir erstmal dafür, dass die roten hier aus der Nische rauskommen. So. Dann wechseln die gelben mal alle hier rüber. So. Moment. Genau. So, dann gehst du dahin, du gehst dann schon mal dahin, du dahin. Dann wechseln wir das da ein bisschen so durch. So, du gehst dahin, müssen wir erstmal alle aus der Nische da oben rausholen. So. Nee, du wechselst erstmal dahin. So, so, so. Dann haut... Nein, du gehst dahin. Du dahin, dahin. Du... Mann, du springst dahin, du gehst dahin. So, zack, raus mit dir. So, so. Du gehst dahin. So, so, so. Und zack. Und jetzt kann ich den Timer starten. So. Betritt Lucretias Haus. Endlich, Tante Lucretia wird mir helfen, Licht in die Sache zu bringen. Dann mache ich mich schon mal weg. Hello, my dear niece. As you know, your Aunt Lucretia is famous for her magic and clairvoyance. Well, Juliet, I had a vision recently. Meine liebe Nichte, wie du ja weißt, ist deine Tante für ihre magischen und wahrsagerischen Talente bekannt. Und Kind, ich hatte eine Vision. You and Romeo are in grave danger. Take this. It's no ordinary map. It will show you your beloved when a drop of your blood falls upon it. Romeo und du seid in größter Gefahr. Daher schenke ich dir diese Karte. Sie wird dir deinen Liebsten zeigen, wenn ein Tropfen deines Blutes darauf fällt. Magische Karte. So, dann gucken wir mal, was passiert, wenn... Was zum Teufel?
Drei Tropfen deines Blutes zeigen die... drei Tropfen deines Blutes zeigen die, wonach dein Herz sich am meisten sehnt. Lucretia. Drei Tropfen Blut sind kein großes Opfer für meine Liebe. Ich brauche etwas Scharfes, Dünnes, eine Pfeile. Nein, natürlich nicht. Wir haben es erstmal entfaltet und jetzt brauchen wir erstmal Loot. Um hier weiterzumachen. Etwas fehlt. Ich würde sagen, der andere Löwenkopf. Das Schiff ist cool. Ach so, da fehlt die Kette am Anker, aber wir haben eine. Ah. Ein Brunnenwappen. So, was haben wir hier noch? Ich muss sagen, was langes, dünnes, eine Schaufel. Und da haben wir Lucretia und Mutter, sie standen sich sehr nahe. Hier fehlt wieder etwas, wenn ich Baumwolle hätte. I. Da wäre ich auch zersprungen. Hier gehören sicher Gefäße hin. Ein Gefäß. So, das ist allgemein das. Okay, dann gehen wir nochmal vorm Haus. Jetzt haben wir ja ein Brunnenwappen. Das setzen wir da einfach mal ein. Und wir halten einen Löwenknauf und eine Pinzette. Dann setzen wir die mal da ein. Natürlich erhalten wir jetzt ein Blasrohr und ein Nadelkissen. Und wir haben eine Nadel. Okay, dann können wir das jetzt da reinsetzen. Hoppla. Ich werde etwas anderes versuchen müssen. Ich muss etwas Garn finden. Schaufel, Pinzette, Blasrohr. Mit einem Pfeil darin wird es eine gute Waffe. Okay. Wir haben so eine Pinzette. Okay, wir brauchen Baumwolle angeblich. Dann gucken wir mal. Hier brauchen wir ein Gefäß. Achso, wir haben was langes, spitzes. Ja, bitteschön. Magische Ratschiebe. Die zwei Kelche, zu denen Blutstropfen am oberen Rand, ohne dich von den Hindernissen aufhalten zu lassen. Wähle einen Kelch aus und schiebe ihn auf ein... Zwei Kelche soll ich hinschieben. Achso. Hä? Ach du Heiliger. Okay, das darf... Okay, der darf nicht berührt werden, der Kelch. Das heißt, ich muss die... Ach du Scheiße. Der ist schon mal eingekesselt, das war's. Ich glaube, ich habe wieder verranzt. Ach man, leck mich doch. Okay, hoppala, also. So, den hätten wir schon mal safe. So, dann können wir gleich zwei bewegen, genau. Nochmal. Nochmal und dann saven wir den da oben. Na, na toll. Oh, das muss man mal irgendwie rutsch schaffen, ey. Och, leck mich doch am Arsch, ey. Nee, hier ist es ja komplett egal, wie ich mit dem
Nee, man muss tatsächlich mit dem Eni anfangen. Schauen wir mal, wie wir mit dem hier laufen müssen. Mist. Ach Quatsch, mit dem wollte ich gar nicht anfangen, egal. Nee, jetzt muss ich... Das ist egal wieder. Okay, nee, man muss mit dem hier anfangen. Schiebe ich den mal in die Mitte rein, dann gehe ich jetzt mit dem hier mal los. Kann sich nur noch um Tage handeln. Jetzt ist es tatsächlich schon wieder egal, wie ich mit dem laufe. So, geht doch. Zip. Zip. Und hier halte ich ganz so lang. Dann sind hier links. Und das war's. Mist. Kriegen wir hin auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall nicht unlösbar, das Rätsel. So, erstmal einen Kelch saven, so. Laufe ich jetzt erstmal mit... Nicht mit dem hier. Zumindest muss ich das erstmal machen. So. Am besten läuft man tatsächlich irgendwo am Rand lang. Ach, leck mich doch im Arsch, ey. Wie ich das hasse. So.
ist ja jetzt schon wieder, ey. Das ist so zum Kotzen, ist das. Nee, den in der Mitte irgendwie, den musste... Der ist am schwersten irgendwie rauszukriegen. Von daher ist es am besten, wenn man mit dem halt zum als zweites losläuft. Dann hat man das Schwerste nämlich schon mal hinter sich. Das habe ich mit dem verbrannt. Ach Mann. Nein. Hä? Wieso geht doch? Dann gehe ich jetzt mal mit dem hier nochmal. So, weg mit dem. Muss man rum. Das bewegt sich so rum, alles klar. Dann gucken wir mal, ob ich so rumkomme. Bisher sieht's gut aus. So. Dann komme ich zweimal hier lang. Zweimal da lang. Zweimal hier lang. Ja, wie rum hat sich das jetzt gedreht? Ja, so rum, alles klar. Dann wollen wir mal auf ein neues. So. Mist, ey, ich verfranz mich mit dem jedes Mal. So. Gehe ich mal in die Richtung? Gibt's nicht, ey. Jetzt dreht sich das natürlich in die verkehrte Richtung.
Gut, gibt's heute mal eine fette Überlängenfolge. Dass es jedes Mal neu anklicken muss, das Ding, ey. Das gibt's nicht, ey. Na, ich schaff das. Das gibt's nicht, das ist schon wieder so, ey. Mist. Gott, verdammte Scheiße, jetzt bin ich hier verkehrt abgebogen. Na egal. Jetzt.
Mist, dann hätte ich jetzt wieder weiter gehen müssen. Na, wie immer sei, ich werde das Rätsel wahrscheinlich offline lösen. Von daher sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao!